Grüße, werte Körbelnauten. Wir sind zurück beim Kerbal Space Program. Und wir haben ein Problem. Unser Problem sieht so aus, dass Hando ist auf dem Mond gestrandet. Oh, und wir haben Science. Wir haben Science bekommen. Vielleicht erstmal shoppen. Ich meine, Hando läuft schon nicht weg. So, wir haben nämlich zur Auswahl ein Unmanned Tech. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Okay, brauchen wir auch nicht. Ja gut, das ist manche. Was kostet das? 3 Millionen! Bist du wahnsinnig? Okay, kümmern wir uns um Hando lieber. Hando Kerman. Gut, die Situation sieht so aus. Hier ist Hando Kerman. Hier ist unsere Location Alpha. Und hier ist unsere Apollo 4. Und hier wäre unser Moonjumper Ship. Ich meine, Hando geht soweit schon mal ganz gut. Yay! Du bist so schnell. Kann er nicht rennen? Kann man auf dem Moon nicht rennen? Nein, kann man offensichtlich nicht. Was liegt da unten? Da liegen Debris. Müssen wir ein bisschen ranzoomen. Liegt da was Brauchbares? Ein Fuß. Blopp. Ah! Kein Fuß. Was liegt hier drüben? Da. Da liegen noch Teile. Ich krieg sie nicht ins Bild. Okay. Wir gehen uns jetzt mal ansehen, was von unserem kleinen Moon Rover, von unserem Moon Jumper Rover übrig geblieben ist. Und das machen wir jetzt mit dem Jetpack. Das ist mir jetzt zu doof. Los geht's. Jetpack Action. Da-da-da-da-da. So. Wir fliegen, machen wir das Licht an. So. Wir kommen. Was sagt unser... Oh. Wir haben ziemlich begrenzt Fuel eigentlich, fällt mir gerade so auf. Ob das so schlau ist, das so zu wasten? Naja, was soll's. So. Komm, da gibt's bestimmt was Brauchbares. Außerdem bestimmt, wenn wir einsteigen, können wir bestimmt unseren Jump-Jetpack-Fuel auffüllen. Bestimmt. So, dann müssen wir jetzt hier mal ein bisschen schauen, dass wir nicht allzu schnell auf den Boden aufkrachen, sonst töten wir ihn. So. Ja, das war, ich gebe es ja zu, nicht die beste Landung, aber wisst ihr was? Im Werte vom Fuel, im Sinne von des Fuel-Sparens, da drüben, 30 Meter, lauf schneller, du. Was war das denn jetzt? Hör auf dich zu drehen. Ernsthaft, er dreht sich schon wieder. Warum dreht er sich denn? Jetzt dreht er sich in die andere Richtung. Na geil. Muss ich da SRS anmachen oder was? Da ist genau der Stuhl übrig, oder? Genau der Stuhl, schaut euch das an. Na, dankeschön. Board. Seat is obstructed, cannot board. Was ist denn jetzt los? Oh, ist ja spacey. Yay! Okay. EVA Report. Ja, können wir leider nicht senden. Ja. Take Surface Sample. Ah, ne. Ja, ich glaube, das mit dem Stuhl war jetzt nicht so die glorreichste Idee. Leave Seat. Gut. Der Stuhl, den können wir abschreiben.
Das Problem ist jetzt, ich dachte, wir kommen vielleicht noch zu der Landestelle hier. Ja, das Problem ist nur, in welche Richtung müssen wir? Vielleicht in Richtung Sonne wäre gut. Richtung Sonne mit einem leichten Drall nach links. Okay, nein, Richtung Sonne mit 20 Grad nach links. Alles klar, wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Wir müssen nach Richtung Sonne mit einem leichten Drall nach links. So. Wir kommen doch mit dem Jetpack niemals über die Berge drüber. Aber niemals. Und die Berge sind ja da. Oh, Scheiße. Okay. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so. So schalte ich die Planeten durch. Das wollte ich jetzt aber eigentlich weniger. Okay. Dann machen wir das anders. Und zwar holen wir ihn ab. Weil ich dachte mir, ehrlich gesagt, dachte ich mir schon, dass sowas derartiges passiert. Deswegen habe ich, für alle, die es gemerkt haben, auf meinem Landeschiff eine Probe aufgebaut. So. Die Probe kann das Ding nämlich steuern und zu Lando bringen. Moonjumper Rover, nein, den Moonjumper Rover brauche ich nicht. Andererseits. Was soll's, der steht ja direkt neben Lando. So. Dann müssen wir nach Norden. Gut. Also sprich, nach Norden halt. Gut, bereit? Activate Engine, Spritverbrauch anzeigen. Oh, so viel Sprit haben wir gar nicht mehr. Okay, was soll's? Wir müssen es versuchen. So. Na, wenn das gut geht. Volldampf. Wir müssen ein bisschen nach links oder nach rechts. In irgendeine Richtung müssen wir. Das war die falsche Richtung. Wir sind da lang. So. Vielleicht noch ein bisschen an Höhe gewinnen. Okay, und vielleicht noch ein bisschen an Speed gewinnen. Okay. Das reicht. Vielleicht ein minimales bisschen mehr. Und stopp. Okay. Vielleicht ein bisschen so. Okay, das taugt. Das wird reichen. Das wird reichen. Jetzt hoffe ich, haben wir noch genug Saft zum Landen. Ja, Strom haben wir genug. Yay. So. Gut. Das Problem ist, wir sind 400 Meter pro Sekunde schnell. Und da ist unser Target. So, wir sollten bremsen. Ganz dezent. Aber erstmal sollten wir ein bisschen näher kommen. So, wir haben 12.000 Meter auf der Uhr. Fangen wir gleich an zu bremsen. Ups. Immerhin geht das Bremsen recht flott vonstatten. So. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Okay. Nein, falsche Seite. Wir müssen nämlich darüber. Da lang. Bitte. Okay, langsam reicht es. Das ist langsam mit dem Sprit ein bisschen alle. Wir landen halt jetzt so nah wie es geht bei Lando und gut ist. Okay, wir haben noch 20 Liter.
Das ist nicht unbedingt hervorragend geeignet, um noch irgendwelche großen Hüpfer zu machen. Bei 15 Liter stoppen wir. Okay, 15. Ob das so eine schlaue Idee war jetzt. Ich habe Angst, dass wir abkrachen. Immerhin kommen wir näher, sagen wir mal so. 5 Kilometer schaffen wir mit dem Jetpack, oder? Komm schon. Komm schon, komm schon. Lando braucht doch ein Zuhause. Der kann doch nicht in der Kälte rumsitzen da draußen. Füße? Licht? Wir landen da oben auf der Plattform. Zumindest versuchen wir es. So. Und brennen. Sehr gut. Oh oh, das war eine ganz doofe Idee. Einfach landen. Ja, aber wir landen hier voll auf der Schräge. Ist ganz beschissen. Okay, hier ist gut. Ich hab doch mein Licht an. Warum sehe ich es nicht? Oh shit. Okay, 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 okay. Das müssen wir anders machen. So. Okay. Stabil nenne ich zwar anders, aber es steht. Ach, ohne SAS, okay. Es steht. Wir haben noch 4 Liter im Tank, das ist nicht genug, um darüber zu fliegen. Ich meine, wir könnten zwar noch ein Stück weit nach unten, aber... Okay. Nein, das wollte ich ausschalten. Shutdown. Okay. Puh. Gut, Kermin. Nein, nicht zum Rover. Oh. Oh, ich will zu Kermin. Moon Jumper Ship. Nein. Jetzt bin ich dieser scheiß Stuhl. Ich will nicht der Stuhl sein. Hando Kermin, switch to. Geht doch. Okay. Und da drüben ist das Schiff. Oh, scheiße. Das sind 2,5 Kilometer. Zweieinhalb Kilometer und ein fetter Graben. Okay, versuchen wir es. Keine Wahl. Voll Schub geben. Weil umso mehr Schub wir geben, desto kürzer sind wir in der Luft. Und wenn wir kürzer in der Luft sind, brauchen wir nicht so viel Schub, um in der Luft zu bleiben. Ergibt Sinn, oder? Das könnte klappen. Wow. Wenn man da runter kracht. Hey, das sieht gut aus. Oh. Oh, wir schmieren ab. Wir schmieren ab. Vollschub nach oben. Vollschub nach oben. Okay, Bremsleistung langsam anmachen. So, leicht rüber. Bremsen, 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 bremsen. Oh. Oh, ich bin voll am Bremsen. Oh Gott, ich ramm das Ding um. Oh, ist das eine Punktlandung? Haha! Lemmy, Mario! Entschuldigung. Ich meine, Hando! It's a me, Hando! Haha! Haha! Grab! Yay! Board! Hando ist wieder an Bord! Okay. Wir haben eine Antenne, oder? Nein, haben wir nicht. Die Antenne war auf dem... Oh nein, wir haben keine Antenne! Wir können das Zeug nicht senden! Oh, scheiße! Wir haben Xenogas, aber das bringt uns gar nichts. Fuck! Okay, wir haben jetzt von hier nach da... Schaffen wir es, da runter zu fliegen?
Ich glaube eher nicht, ne? Dabei gehen wir drauf. Tja, würde ich sagen, müssen wir Hando abholen. Vom Moon. Das wird nicht so geil. Das wird nicht so geil. Okay. Was haben wir denn? Review Stock Data. Wir haben einen EVA Report, den wir nicht senden können. Und eine Surface Sample. Ja, die. Ach gut. Die wir zwar senden, die nicht mal was wert wäre. Verdammt! Ach, das ist auf der anderen Seite. Ich dachte schon, wir sind so nah an Capollo. Verdammte Scheiße. So, Space Center. Wie klären wir das? Wir müssen Hande holen. Ach ja, und unsere Missionen müssen wir auch noch erfüllen, mal so nebenbei erwähnt. Temperature Scans of Eve. Build a Surface Outpost on the Moon. Plant Flag on Minmus. Bla bla bla. Ja, dann können wir die kleinen. Perform Temperature Scan of Eve. Perform Temperature Scans of Minmus. Wie auch immer. Also, wir können erstmal den Stuhl killen. Hier, Moon Jumper Rover. Ist der hier, ne? Ja. Den können wir killen. Das ist einfach nur der Stuhl gewesen, hoffe ich mal. Desiree. Achso, der, das sind die zwei, die auf Eve rumhängen. Mit dem D-Train. Das ist der Moon Turner Low und das ist die Capollo. Falls ihr euch erinnert, Capollo war diese gute Mission. Oh, ist ein bisschen arg dunkel hier. Haben wir ein Licht? Nein, wir haben kein Licht, wir haben nicht mal eine Probe. Weiß nicht, ob ihr was sehen könnt, ich kann nichts sehen. Das war eine der ersten Missionen zum Moon. Hm. Gut, wie retten wir Hando? Dafür brauchen wir ein Schiff. Wir könnten natürlich das gleiche Schiff nochmal hochschießen. Oder wir nehmen Lil Ugly. Lil Ugly One. Lil Ugly One wollte ich sagen. Verdammte Axt. Wir schießen Lil Ugly One. Verdammte Scheiße, Mann. Hoch. Aber ohne Insasse. Genau, das werden wir machen. So. Nur so. So schießen wir das Teil hoch. Und schauen wir mal, ob es besser funktioniert. Ist doch ein Plan, wa? Das Ding könnte nämlich sogar zurückkommen, rein theoretisch. Okay. Dann sehen wir uns gleich auf dem Startpad. Bis gleich.